herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreativwerkstatt und Platt. Wir sind heute wäre wie Angelika im Wunschroom und wird klütern. Und was haben wir uns denn heute überlegt? Ja, hallo, ich bin Angelika aus dem Wunschraum und heute werden wir eine Makramee-Feder machen, Knoten und einen Makramee-Schlüsselanhänger. Genau, wie lehrt heute, wie man Makramee knüt. Und dort hast du schon ein paar Sorgen vorbereitet. Was habt ihr denn hier nur eins? Eine Schere, Perlnutholz, eine Nadel, eine stumpfe Nadel, mit einem ganz schön grobes Öhr, Kämme, ein Maat und Ringe für einen Schlörtelanhänger. Und wir haben Gorn in unterschiedliche. Die sind unterschiedlich dick, ne? Also dünne und genau. 3 mm da und sieht man 5 mm. Auch richtig. Mhm. Den Unterschied auch von den Federn. Also hier ist das 5 mm dicke und da das 3. Mhm. Das ist das recycelte Gorn, ne? Und Abfall sozusagen. Genau. Ja. Und Kläfband. Ja. Genau. Das ruckt wie eins, ja? Ja. Mhm. Und dann machen wir eine schöne Feder. Ja, wir starten mit der Feder. Und wir machen die Feder mit dem 5 mm breiten Garn. Mhm. Also okay. Wir starten jetzt. Und wir brauchen 14 mal 25 cm. Mhm. Und ein Band von dem, das ist 50 cm. Mhm. Also fährt einmal 25 cm. Mhm. Und 50 ein. Einmal, richtig. Das ist am Ende das, wo man dann rumlegt, wahrscheinlich. Ja, genau. Ah, okay. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, fünf, zwölf, dritt, ein Vierter. Machst du mir immer das Maatband geben? Ja. Also, das ist ein. Ich nehme das. Ja. Na gut, dann nehme ich das. So. Ungefähr, da kommt es wirklich immer nicht auf den Millimeter oder das Zentimeter. Das ist auch so, wie man das hemmen will. Ne? Also man kann so das Föllütte morgen, eure Föllgröre. Ich finde es immer ganz praktisch, wenn man sich das festklebt. Dann ist es fast und dann kann man gut damit arbeiten. Ne? Ja. Und das Gorn, das Schöne ist, das Gorn ist recycelt. Also ja, genau. Das ist total. Es gibt auch noch anderes, das ist gut alle T-Shirts, glaube ich, auch recycelt, ne? Und Überbleibende. Also ja, daraus kann man es tatsächlich auch ganz gut machen. Vielleicht die Federn jetzt nicht. Generell Makramee geht gut. Mhm. Vielleicht die Federn nicht. Aber genau, das ist auch wirklich 100% Baumwolle recycelt. Mhm. Und also selbst Babyspielzeug kann man daraus machen. Ja. Und die dürfen da dran knabbern. Ah ja, cool. Okay. Sehr gut. Dann geht das los. Ja, jetzt nimmst du dir zwei kurze Bänder. Zwei, okay. Mhm. Knickst die auf. Super. Jetzt legst du ein drunter. Mit dem linken gehst du von unten durch die erste Schlaufe. Ja. Und dann auf der anderen Seite mit den beiden wieder durch die linke Schlaufe. Sieht erst kompliziert aus, macht aber dann Sinn. So knüttig das dann. Ja. Ah, und schon ist es ein Knüttel. Kannst du dir es ein bisschen höher schieben bis zu deinem Klebeband und zusammenziehen. Wie durchschufig das zusammen? So doll das geht. Ja. Auch so, als man das hemmen will, oder? Genau. So. Gucken, dass dieses mittlere lange Band auch wirklich schön gerade ist und sich nicht irgendwie verdreht. Ne? Mhm. Das sollte immer schön glatt sein. Timo, bei mir ist es schäf. Ich freue mich schon in der Schaufel. Schäf schreiben. Ja, also wie Blatt müsste man schäf sehen. So, ne? Ja, und dann hat man so, naja, so kann ich gut arbeiten. So. Super. Und jetzt kommen die nächsten beiden ran. Mhm. Morgen das nochmal genauso. Ja, aber spiegelverkehrt. Fängst jetzt mit links an. Ja, ich habe auch schon vergessen, ob ich dann da rüber oder innen morgen wird. Links drunter liegen. Binnenlängen. Den dann einmal von unten durch die Schlaufe. Und die beiden ja hier durch. Und immer kicken, dass die auch
blickslang blieb, ne? Ja. Day. Das ist am Ende möglichst gleich. Genau. Ja. Das meintest du gerade. Ja. Und so mag ich das denn mit den anderen auch noch so tasen. Bettern N. Ja. Mhm. Deswegen muss das natürlich auch von den kurzen Bändern immer eine gerade Zahl sein. Ja. Weil du da Fisch da, weil man immer zwei braucht. Genau. Und, ich habe mich schon ganz bald vorher auch informiert, das nennt sich Krützknoten, ne? Mhm. Krützknütten, oh platt. Ja. Genau, Krützknütten. Krützknütten, super. Krützknütten. Ja, super. Ich habe jetzt mal zwei Reihen mehr gemacht, dass man einfach den Unterschied sieht, dass es nur zwei Reihen sind. Ja. Und jetzt darfst du hier das ganze Makramee-Band aufzwirbeln. Ah, dreht man jetzt in eine andere Richtung, damit sich das sozusagen wäre ablösend, ne? Genau. Dann. Aber dann hätte man schon fix auch was schafft, ne? Also klar, wenn man eine größere mag, dann dauert das länger, aber so ist es wirklich was Feines für einen Nachmittag. So, Rieke. Wie weit bist du? Ja, ich puck noch einen Moment. Jetzt sieht er ja noch recht wild aus. Ja. Wie so ein Bart. Ja, genau. Das sieht. Und jetzt darfst du Anna kämmen. Mit ein Kammutholz kriegt man auch einfach den Kämmen. Ja, ne? Das sind, glaube ich, Bartkämme tatsächlich. Aber am Ende, es geht jeder Kamm. Also ein bisschen feiner. Wir würden jetzt auch eher mit der Seite kämmen, mit der feineren Seite. Damit das sich dann gaut und zwirbelt sozusagen und. Würde man die Knoten schon beenden, fast holen auch, oder dass die nicht rutrutschen? Ja, doch, ich würde schon immer so ein bisschen gegenhalten, genau. Und dann Bettdei glattling? So wie du es haben möchtest. Okay. Ich finde es ganz schön, das wirklich auszukämmen. Und es gibt schon Völle, da kommt ja eigentlich um Orient, ne, der Makramee. Das ist Makramee-Sorg. Ja, das ist ja eine uralte Technik. Ja, genau. So alt wie Plattdütsch, sozusagen. Ach. Wenn man sich vorstellt, das ist schon eigentlich wie Hoarkämmen, ne? Wenn ich mir vorstelle, dass jemand so an wie eine Hoar ritt. Aua. Ja, lieber nicht. Nee, nicht so. Wichtig ist, dass du jetzt beim Kämmen dir das auch so ein bisschen runterkämmst. Weil wenn sie hängt, dann würden die oberen ja auch runterhängen. Dadurch, dass alles so ein bisschen schon mal in die richtige Richtung kämmt. Damit er dann nicht in irgendwelche Sieden absteigt. Und dann wird geschnitten. Jetzt schneidest du dir die Form, die du haben möchtest. Mit einer Schere. Ja. Einfach so. Ja, wir fangen einfach mal an. Kann ich mir das auch achten? Ja. Man kann so auch Blähre machen, auch Ferren, ne? Also man kann natürlich einfach Bräre, also auch, was man da haben will. Ja, Friseur könnte ich auch nicht warnen. Ja, und wenn man Förde davon möckt, dann kann man die auch alle so ineinander, übereinander hängen, ne? Also eine Girlande finde ich auch mal ganz nett. Ah ja, wie so eine Wimpelkä, so eine, ja, wer ein Schäfer hat, Gott leife, ich denke.